Freunde, was geht? Heute müssen wir uns als dieser rothaarige Junge verstecken. Denn wir haben nämlich ein riesiges Wohnzimmer hinter uns. Und wenn wir hier auf Start drücken, beginnt das Ganze auch schon. Wir müssen uns dementsprechend hier erstmal auswählen, wer der Sucher ist. Und der Sucher verschwindet. Und wir sind versteckt als eine Seife. Okay, das heißt also, wenn wir als Seife natürlich unterwegs sind, wenn wir stehen bleiben, müssen wir auf jeden Fall hier so schnell wie möglich auf das Trampolin draufgehen. Und dann versuchen, auf diesen kleinen Schrank hier drauf zu kommen. Und da liegen wir schon perfekt. Jawohl! Okay, wir haben uns versteckt. Jetzt müssen wir ein bisschen hoffen. Oh mein Gott. Oh nein! Was? Oh mein Gott, er ist einfach die, die sich schlecht versteckt haben. Oh nein. Oh, 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 was? Er findet ja eine Person nach der anderen. Oh, was? Oh Gott. Und was ist mit uns? Okay, wir haben uns anscheinend gut versteckt. Okay, aber ich glaube, das war jetzt nur die Tutorial-Runde. Das bedeutet, dass wir beim nächsten Mal wahrscheinlich nicht so einfach verschont werden. Und dementsprechend müssen wir ein wenig mehr aufpassen. So, neues Zimmer, neues Glück. Wir können hier auch in den Shop gehen und haben dann hier die Möglichkeit, uns als Polizist zu verkleiden. Okay, alles klärchen. Wir haben übrigens auch die Möglichkeit, als Frau zu spielen oder als Mann. Ich spiele natürlich erstmal als Mann und kann dann theoretischerweise hier tun und lassen, was ich will. Mal gucken, wer ist der nächste Sucher? Kyla! Okay, Kyla ist der nächste Sucher. Mal gucken, als was wir versteckt sind. Oh mein Gott, wir sind eine Pflanze. Oh, okay, 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 okay. Wo verstecke ich mich denn als Pflanze? Auf dem Bett lieber nicht. Also so als normale Pflanze. Vielleicht auf dem Tisch oben drauf. So, vielleicht, vielleicht hier so. Oh ja, das ist nicht schlecht, oder? Guck mal so, ne? Ja, hide. Oh, das sieht richtig gut aus. Oh, ich finde, wir stehen richtig nice. So neben dem Pferd. Oh, 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 was? Oh, oh, oh. Okay, er hat ein falsches Item genommen. Oh nein, da hat er auf jeden Fall gerade ein Item gefunden, ne? Da hat er jetzt einen Globus genommen. Der war nicht essbar. Oh nein, oh nein. Das Heft hat er auch nicht gefunden, ne? Okay, nice. Es haben insgesamt 4 Leute überlebt. Schon mal sehr, sehr gut. Das ging jetzt gerade sehr, sehr flotti, flotti, karotti. Wir können uns tatsächlich ins nächste Level begeben. Okay, es wird bald auch einen neuen Hunter geben. Einen Clown, einen gruseligen Clown. Und wir gehen auf jeden Fall hier mal in die nächste Runde. Mal gucken, was wir jetzt als Gegenstand bekommen. Aquarius ist dran mit Suche. Und wir begeben uns weiter. Oh nein, wir sind eine Computermaus. Okay, 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 okay. Computermaus ist einfach. Da müssen wir eigentlich schon wieder auf den Schreibtisch hier oben drauf gehen. Und wie platzieren wir uns da am besten? Ah, nee, wir müssen schon so... Ah, warte mal, die Computermaus ist eigentlich immer rechts vom PC. Also ich glaube, jeder normale Mensch da draußen, ne, benutzt seine Computermaus mit rechts. Ey, Leute, falls ihr eure Computermaus mit links benutzt, ihr seid crazy, okay? Weil ich selber bin auch... Oh nein, ich selber bin auch Linkshänder und ich benutze trotzdem meine Maus mit rechts, okay? Jeder, der seine Maus mit links benutzt, ist crazy. Oh, oh nein! Oh, was? Er war gerade kurz davor, uns tatsächlich hinten zu packen, aber glücklicherweise hat er den Globus gepackt statt unsere Maus. Okay. So, 2 Leute haben tatsächlich überlebt. Wir haben auch überlebt. Nice. Wir begeben uns ins nächste Level und sind jetzt in einem Badezimmer. Wir gucken mal, dass wir hier weiterkommen. Landon ist tatsächlich Sucher geworden. Ich frage mich, was passiert, wenn wir Sucher werden. So. Wir sind einfach eine Toilettenrolle geworden, ne? Müssen wir jetzt natürlich ein bisschen aufpassen, ne? Eigentlich könnten wir... Oh, wir könnten da mit auf die Toilette oben drauf. Ah, nee. Wollen wir einfach mal hier auf... Warte mal, ich frage mich, verlieren wir, wenn wir da oben drauf bleiben? Ich möchte es eigentlich nicht riskieren. Wir könnten allerdings... Komm, ich mach's einfach mal. Wir stellen uns jetzt einfach hier auf die Badewanne. Mal gucken, ob er uns da findet. Mal gucken, ob er uns ignoriert oder ob er uns wirklich findet. Okay, da wurde gerade ein Hotdog gegessen. So ein Hotdog gehört auch nicht so ein Badezimmer. Okay, da wird die Pflanze gegessen, ne? Huh! Da geht er jetzt zur anderen Pflanze und holt sich die. Okay. Da unten liegt einfach so ein Blattspinat oder sowas auf dem Boden. Oh, 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 oh. Oh, Alter, der ist jetzt doch noch zu den Toilettendingern gegangen, da in der Seite. Hä? Hätte ich jetzt verloren gehabt, wäre ich zur Toilette gegangen? Oh, was? Oh, was? Oh, er hat nochmal jemanden gefunden. Hä, crazy. Ich hätte niemals... Oh, der Kopfsalat, der Salat wurde auch gegessen. Oh, und, Alter, was? Okay, wir sind jetzt die Letzten. Niemals. Wir haben jetzt einfach gewonnen, weil wir da oben auf der Badewanne standen. Das kann ich mir kaum vorstellen. Das ist ja unglaublich. So, wir gehen weiter und haben jetzt hier zu 83% den Clown freigeschaltet. Schon mal sehr, sehr nice. Wir bewegen uns schnell vorwärts und haben dann dementsprechend hier die Möglichkeit, wieder zu jagen. Okay. So, wir sind jetzt eine Ente. Jetzt sind wir also eine Badeente. Okay, wir könnten uns eigentlich als Badeente, lass mal in die Dusche reingehen. Okay, guck mal, wir sind jetzt einfach hier in der Dusche. Der kann uns eigentlich gar nicht in der Dusche finden. Guck mal, wir sind jetzt einfach da ganz unten rechts einfach. So, jetzt hat er dort die Socken einfach erwischt. Easy. Jetzt, oh, 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 guck mal, wir sind da einfach in der Dusche drin. Oh, oh, da hat er nochmal ein paar Süßigkeiten. Da ist die Flasche. Holt er die Flasche?
Oh mein Gott. Okay. Also, wir haben es überlebt. Noch eine Runde, dann haben wir wieder das neue Level. Dementsprechend ist alles easy. 950 Münzen. Nice. Oh, und ein neuer Jäger. Oh, crazy. Okay, aber wir können den nicht nehmen, weil wir keine Werbung haben. So, wir sind kurz davor, 1000 Münzen zu erreichen. Deswegen, das ist jetzt spannend. Wir sind wieder kein Dingssucher geworden. Ich würde gerne mal Sucher werden. Wir sind jetzt eine Seife geworden, okay? Als Seife müssten wir eigentlich auf diese Kommode hier oben drauf. Oder nee, das ist nicht gut. Wir müssen am besten eigentlich hier drauf, auf diesen Waschschrank. Und dann neben der anderen Seife. Das sind ja einfach so zwei Seifen. Okay, nice one. So. Okay, ich frage mich, kann man hier überhaupt verlieren? Guck mal, weil der isst immer nur die anderen, aber mich isst der nie. Schaut mal, ich stehe da einfach so richtig schlecht dran. Ich habe das Gefühl, man kann hier nicht mehr verlieren. Nächste Runde werde ich mal versuchen, einfach mich direkt vor die Tür zu stellen und gucken, ob der mich überhaupt bemerkt. Okay, wir checken das mal. Vielleicht ist es ja extra so programmiert, dass man gar nicht verlieren kann. Man weiß es nicht. Okay. 1210. So, wir checken es mal aus. Oh, ein Garten. Es ist jetzt ein Garten. Und wir können jetzt wieder in den Shop gehen. Jetzt können wir uns hier den Piraten kaufen. Okay, nice. Jetzt sind wir ein Pirat. So. Und wer ist Sucher? Okay, Sidney. So, jetzt ist die Frage. Jetzt mal ganz im Ernst. So, ich bin jetzt einfach ein Würstchen, ne? Und ich bleib einfach genau hier stehen. So. Genau da. Ich liege da einfach auf dem Boden herum. Wird er mich einfach aufessen? Er hat jetzt diesen Firefly gefunden. Dann geht er jetzt hier weiterhin? Major Tom hat er jetzt gefunden. Guck mal, ich liege da hinten, Bro. Ich bin ein Würstchen. Ich bin einfach nur ein kleines Würstchen, was da hinten liegt, Mann. Ah. Oh, er hat jetzt den Salat da genommen. Was ist mit der Wurst da? Oh, was ist da? Oh, okay. Ah, vielleicht sieht er mich auch einfach nicht. Man weiß es nicht. Aber was ich jetzt noch versuchen werde, wenn er mich jetzt nicht fängt, stelle ich mich direkt vor die Tür, okay? Ich stelle mich direkt vor die Tür und dann checken wir mal, ob er mich wirklich einfach nur nicht essen will oder dass er extra so programmiert ist, dass er es nicht tun soll. Wisst ihr, wie ich meine? Wir checken das mal aus. So, wir haben hier wieder einen neuen Hunter, den wir da aufladen. So, und Biede Hunter kann man tatsächlich auch machen. Okay. Man kann also doch der Hunter sein. Okay, guck mal. Jetzt Basketball. Jetzt möchte ich mal was sehen. So, ich laufe jetzt direkt vor die Eingangstür. Ich will mal verlieren. Okay? So, genau hier. Und halt. So, wird er mich jetzt... Was? Oh mein Gott, was ist das denn? Das hat ja gar nichts damit zu tun, ob man sich versteckt oder nicht. Der findet einen ja gar nicht. Cool, ich stehe direkt vor der Eingangstür. Er wäre eigentlich auf mir ausgerutscht. Oh Mann. Okay, jetzt müssen wir es noch hinbekommen, irgendwie der Jäger zu werden, ne? Das heißt also, der Hunter irgendwie mal zu werden. Das wäre schon sehr, sehr nice. Ich versuche jetzt mal tatsächlich Jäger zu werden. Mal gucken, ob ich jetzt Werbung bekomme. Weil ich habe jetzt tatsächlich sogar Internet wieder eingeschaltet. Das heißt also, ich sollte eigentlich in Highspeed jetzt Werbung bekommen sollen. Gib mir die Werbung. Was? Currently unavailable? Nein, schon wieder nicht. Oh Mann. Ich habe doch Werbung aktiviert. Ich habe Internet aktiviert. Okay. Ich bin jetzt einfach so ein Drink. Lass mal als Drink einfach verstecken. Und wisst ihr, ich werde jetzt einfach so auffällig wie möglich sein. Ich werde mich jetzt einfach hier neben dieses Würstchen platzieren. So. Wenn er mich da nicht findet. Ich bin einfach ein Drink auf dem Grill. Der muss mich finden. Oh nein, er will lieber einen Burger essen, so wie es aussieht. Ich möchte auch mal Jäger werden. Ich wäre ein viel besserer hier. Guck mal, da ist ein Drink auf dem Grill. Drink, da ist ein Drink auf dem Grill. Er ignoriert mich. Oh. Was? Er hat mich aufgegessen. Nein. Du Kleiner. Also doch. Huh? Ich verstehe. Okay. Das bedeutet, er kann einen doch finden. Bitte lass mich Hunter sein. Ich gucke auch die Werbung. Diesmal sind wir der Sucher. Oh, was? Okay. Wie laufe ich hier? Scanne Objekte, um sie zu finden. Der da. Oh! Oh mein Gott. Was? Oh, was? Wir essen die richtig auf. Und der... Warte mal, was sieht hier noch verdächtig aus? Die Flasche da auf dem... Nee, die Säge da auf dem Boden. Da liegt doch keine Säge. Jawohl. Nice. So. Dann der Partyhut da auf dem Herd. Das ist auf jeden Fall auch nicht richtig. Oh, was? Oh, okay. Was haben wir noch so? Der Pappbecher. Diese Karte da vielleicht? Ist es diese Karte?
Nee, es ist nur eine Speicherdisk gewesen. Die Flasche auf dem Boden. Es ist immer die Flasche auf dem Boden. Was? Auch nicht? Oh nein, jetzt haben wir nur noch ein Leben, Leute. Was machen wir denn? Der Roboter. Bitte sei der Roboter, bitte! Oh nein! Okay. Komm schon, eine Chance haben wir noch. Es ist der Burger. Lass den. Jawohl! Jawohl! Okay, nice. Oh, wir haben alle gefunden. Okay, jetzt wissen wir, wie das ganze Spiel funktioniert. Ich bedanke mich fürs Zusehen und schaut im Shop vorbei. Haut rein, Leute. Ciao!